Hi Leute, schön, dass ihr wieder einschaltet zum neuen Video von mir und wir sprechen heute über Throne and Liberty. Das steht ja vor der Tür. Die Open Beta geht jetzt eigentlich wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, los oder ist bereits schon losgegangen. Im September kommt das Spiel ja dann raus, offiziell über Amazon Games, auch bei uns im Westen. Und heute möchte ich mit euch einfach kurz ein paar wichtige Sachen besprechen zu dem Game und auch drüber reden. Werde ich reinschauen? Werdet ihr reinschauen? Sagt es mir gerne unten in den Kommentaren. Also steigen wir ein. Ja, was hat dieses Game alles durchgemacht, sagen wir es mal wirklich so, denn ich habe ja früher ein Gaming-Magazin gehabt und seitdem hatte ich dieses Game im Sucher und da war es noch Top-Down-Perspektive, bevor es dann Project TL geworden ist und sich dann nochmal weiter transformiert hat. Aber ganz früher sah das Spiel ja nochmal ganz anders aus. Also ich warte persönlich schon lange drauf, deshalb die Antwort schon mal vorweg. Ich werde natürlich auf jeden Fall reinschauen, einfach weil ich das Spiel schon so viel behandelt habe, auch in meinem Magazin damals und mich immer darauf gefreut habe und jetzt einfach mal sehen will, okay, was ist denn eigentlich im Kern von diesem Game enthalten? Aber darum soll es nicht gehen. Ich habe vor einer Weile auch ein Video gemacht, wo ich meine Bauchschmerzen geteilt habe bezüglich ein paar Systemen im Game und wie das Game gerade einen Eindruck auf mich macht, was die Einbeziehung des Westens angeht. Und dazu haben wir jetzt auch ein paar Informationen bekommen, was den Release auch angehen wird von Amazon Games. Auch ein paar interessante Details dabei. Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, mal kurz eine Sache, die mich wirklich gefreut hat, einfach im Laufe der Zeit. Das Kampfsystem ist jetzt super actionreich geworden. Ihr seht es jetzt hier im Hintergrund. Ich zeige euch ein paar Aufnahmen hier von Eric's Gaming einfach, damit ihr einen groben Eindruck habt. Hey, da geht jetzt richtig was ab und ist jetzt bei weitem nicht mehr so, wie es mal ursprünglich so ein Schockmoment war für viele Content-Creator, die es mal zocken konnten. Die gesagt haben, was ist denn das? So Autokampf schon fast. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel auch bei diesen bisschen pixeligeren Aufnahmen, dass hier wirklich Action geboten ist. Man könnte fast denken, man guckt hier Black Desert Online an. Und das finde ich persönlich natürlich aus der Sahne, dass sie da was gemacht haben. Den zweiten Punkt, den ich eigentlich gleich vorwegnehmen möchte, ist zum Beispiel, man sieht hier jetzt das, was aufgewertet wird. Hier hatte ich meine Bauchschmerzen im Video geteilt vor ein paar Monaten, dass ich gesagt habe, hey, man könnte hier auch vermuten, dass es halt eben ein Fail-System wird, wo man dann seinen Fortschritt verliert. Das ist es nicht. Ja, jetzt in Throne and Liberty, so wird es nicht sein. Man wird zwar Sachen aufwerten können, die werden aber nicht, wie zum Beispiel bei Lost Ark, bumm, wieder komplett nach unten gezogen werden können. Und das ist, wie ich finde, auch eine feine Sache. Ja, ich bin trotzdem kein Mega-Fan von dieser Systematik, aber ich werde dem Ganzen trotzdem die Möglichkeit geben, einfach sich zu zeigen, ob es mir dann auch Spaß macht. Ich werde mir ein paar schöne Stunden aus dem Game rausholen, mit Sicherheit, da bin ich mir sicher. Und warum nicht? Ja, es ist ja schließlich kostenlos, die Open Beta könnt ihr auch kostenlos abchecken. Und ein paar Details, über die ich jetzt noch im Video sprechen möchte mit euch, und was vielleicht ein paar Leute, die es von außen betrachten, nicht ganz so klar sehen bisher, ist, dass dieses Spiel, es hat zwar viel PvP, aber es ist bei weitem nicht so präsent, wie man es vielleicht vom ersten Blick aus denkt. Also es stellt sich ja sehr viel als PvP-Game vor, große Gildenschlachten, große Schlachten um Festungen, Belagerungsgolems, dies und das. Und man sieht, viele Spieler hauen sich da auf die Mütze. Das gibt es auch in diesem Game. Hunderte Spieler gehen gegeneinander, ich glaube sogar 1000 gegen 1000 oder was weiß ich was, wurde auch schon mal, habe ich was mitbekommen. Auf jeden Fall wirkt es ja dadurch schon ein bisschen arg PvP-lastig. Es ist allerdings gar nicht so PvP-lastig, soweit ich das jetzt mittlerweile mitbekommen habe, wie es auf mich zumindest den Eindruck gemacht hat und vielleicht auch auf dich, ich weiß es nicht, wie du die Sache genau siehst. Man hat zwar diese Belagerungsschlachten und man hat auch PvP, es gibt Arena-PvP ebenfalls und es gibt PvP-Zonen, ja, aber die sollen wohl nur temporär sein. Und da kommen wir auch zu einem Punkt, den Throne and Liberty jetzt, eigentlich, wie ich finde, relativ besonders macht, denn den Eindruck, den ich gewonnen habe bisher, ist, dass dieses Spiel dir einen permanenten Eventkalender an die Hand gibt und dir darstellt, ja, wann ist denn hier was los in der Welt, und man kann, wenn man die Weltkarte öffnet, auch sehen, mal gucken, ob wir das hier gerade haben, ob der hier irgendwo die Weltkarte aufmacht. Ich glaube nicht. Aber da kann man auf jeden Fall permanent sehen, dass irgendwas am Laufen ist auf der Map. Also
irgendwann ist in der Zone X passiert, kommt ein World Boss. Irgendwann ist auch die Zone Y mal eine PvP-Zone, aber sie ist es nicht permanent. Sie ist es vielleicht für 2-3 Stunden mal. Und man muss dann ja nicht in die Zone gehen und PvP machen. Man muss ja dann da nicht auch seine PvE-Sachen machen. Man kann auch in eine andere Zone gehen und so auch dem PvP aus dem Weg gehen. Und das macht es für mich eigentlich nochmal sehr interessant, weil ich eben nicht dazu gezwungen bin, PvP zu machen, wenn ich es nicht will. Man kann allerdings auch mal reingucken, wenn man eine Abwechslung braucht. Und diese Mischung finde ich eigentlich ziemlich schön. Open-World-Dungeons gibt es. Es gibt aber auch geschlossene Dungeons für Gruppen. Man kann sogar Solo-Dungeons machen, soweit ich es mitbekommen habe. Also auch als Solo-Spieler kann man hier wohl ein bisschen was mitnehmen. Wie intensiv das dann alles läuft und so weiter, kann ich euch nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist das Angebot da. Und das macht es für mich eigentlich schon mal sehr interessant, auf jeden Fall zum Reinschauen. Was ich auch noch gut fand bei dem Game ist, dass du das Mount bist. Also es ist nicht so, dass du Pferde bekommen kannst und Flugtiere und dies und das, sondern du kannst dich über Land bewegen, in der Luft bewegen und auch im Wasser bewegen, aber du bist jeweils eine Kreatur, du verwandelst dich dann in diese Kreatur und bist selbst das Mount. Ja, das finde ich eine ganz interessante, coole Sache. Und ansonsten, ja, was bei mir so ein bisschen das Ding ist, was ich jetzt bei der Open Beta rausfinden möchte, komme ich mit diesem System klar, was die Ausrüstung angeht. Denn in diesem Spiel bist du das, was du trägst. Wir haben da zum Beispiel New World, ne? Wenn wir gerade von Amazon Games sprechen. Wir haben zum Beispiel Albion Online. Ja, da bist du auch das, was du trägst. Und mal gucken, ob ich mich in Throne and Liberty damit anfreunden kann. Weiß nicht, wie es dir da geht. Ob du mit diesem System gut zurechtgekommen bist. Und ja, es kommt natürlich immer auf den Einzelfall an. Ist es ein cooler Mix, kommt es cool rüber. Aber das sollte mal gesagt sein, dass ihr da auch im Bilde seid, was die Sache angeht. Ja, sie werben bereits jetzt für Gilden, also dass ihr in eine Gilde beitreten könnt, solltet vielleicht auch schon zu Beginn, weil eben Gilden eine große Rolle spielen. Auch im Endgame ist der Gruppencontent eine große Sache. Finde ich jetzt persönlich nicht schlimm. Da sieht man übrigens gerade mal den Greifhaken, habt ihr gerade gesehen, ne? Diese Mechanik gibt es auch im Spiel. Mal kurz so ein Wink an der First Descendant. Aber auf jeden Fall wundert mich das nicht und ich finde es auch nicht schlimm, dass ein MMORPG im Endgame Gruppencontent als großen Fokus hat. Ja? Also das ist eigentlich das, was ein MMORPG mal ausgemacht hat. Von daher, von meiner Seite aus, finde ich das jetzt nicht problematisch. Man muss sich halt selbst persönlich fragen, ob man da der Gruppenspieler ist oder ob man eher der Solo-Geneigte ist. Ich weiß nicht, wie viel Solo-Content drin sein wird im letzten Enden, aber jetzt kann man es bei der Open Beta auf jeden Fall mal abchecken, das Game. Und ja, deswegen, ich bin guter Dinge erstmal. Ich bin neugierig drauf. Ich will es mir unbedingt angucken und das werde ich jetzt auch auf dem Discord bei uns vielleicht machen. Leute in der Gilde können mal gerne reingucken. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und was ich sonst noch sagen möchte, ist, dass jetzt Amazon Games kürzlich einen Post rausgehauen hat. Und diesen Post seht ihr hier nämlich gerade. Hier reden sie über die Werte, die gemeinsamen Werte. Selbstverwirklichung des Spielers steht an erster Stelle. Kampf- und Power-Upgrades müssen für alle Spieler zugänglich sein. Also es gibt im Shop zum Beispiel Cosmetics und so Sachen. Hier wird auf die Währung Luzent eingegangen, die man kaufen kann mit echtem Geld. Man kann es allerdings auch im Spiel durch Aktivität oder durch das Auktionshaus erwerben und es genauso ausgeben wie gekauftes Luzent. Also hier gibt es da in der Hinsicht keine Trennung. Ich will jetzt nicht ganz im Detail drauf eingehen, das haben bestimmt andere schon gemacht, aber nur um es mal kurz zu sagen, es gibt so eine Art, ich sage jetzt mal vielleicht falsch, Battle Pass, aber es ist pro Monat, kann man sich denn zum Beispiel holen. Da gibt es noch eine andere Möglichkeit, so ein Wachstumspass oder eben so ein Kampfpass. Also wie gerade gesagt, das eine ist so der Art Battle Pass pro Monat. Das andere ist so ein Wachstumsding mit schnellerem Fortschritt von Level 1 bis Level 50, wie ihr da seht. Da leuchten natürlich schon die Pay-to-Win-Glocken bei manchen Leuten. Und es wird, was das Thema angeht, vielleicht für manche auch noch heftiger, nämlich die Early Access Strategie. Nämlich früheren Zugang. Also bis zu 5 Tage früher kann man rein, früher starten. Und wer dann natürlich als PvP-Spieler an PvP denkt, der denkt dann erstmal, what the fuck? Ja, aber sie haben das so gemacht, ganz pfiffig, wie sie sind, dass sie Early Access Server machen und Start Server machen. Das heißt,
Wer Early Access macht, der nimmt natürlich diesen Early Access Server, weil nur im Early Access sind erstmal die Early Access Server da. Aber zum offiziellen Release von Throne and Liberty sind die Startserver da, also die wirklich neuen Startserver, wo alle gleichzeitig nur auf diesen Startservern starten können. Und es sind auch diese Early Access Server da, falls jemand doch erst später startet, aber trotzdem auf den Early Access Server will, wo die Leute schon 5 Tage Vorsprung haben. Ja? Ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt. Es ist quasi frei für alle. Wer allerdings die 5 Tage vorab hat, ja, und denkt, er kann sich den Vorsprung holen und dann im PvP die Leute, die nicht so gut mit dem Gear sind, weghauen, das wird dann nur passieren, wenn jemand zum Start, zum offiziellen Start, sagt, ich möchte auf diesen Early Access Server. Ansonsten nimmt man den normalen Startserver und da starten alle gleichzeitig zum offiziellen Release. Also so haben sie diese ganze Mechanik ganz geschickt ausgehebelt, wie ich mal meinen möchte. Und ja, das ist eigentlich erstmal das Wichtigste, glaube ich, was diesen ganzen Post angeht. Ihr könnt bei Steam gerade Zugriff auf diese Open Beta beantragen, könnt ihr auch schon downloaden, wenn das Video jetzt gerade online geht heute. Ist der Download schon verfügbar und dann geht's noch diese Woche los. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch das Game anguckt, ob ihr Bock drauf habt und so weiter und so fort. Schön, dass ihr reingeschaltet habt und an die Leute, die dem Kanal schon länger folgen. In den nächsten Wochen, wahrscheinlich gegen Ende August sogar eher so, komme ich mit einer Big News für euch, nicht bezogen direkt auf meine YouTube-Aktivität, sondern meine Aktivität außerhalb von YouTube, die aber auch mit reinspielt auf das, was auf dem Kanal passiert. Also, ich freue mich drauf, bin gespannt, wie ihr reagiert. Ich bin gerade auf jeden Fall am Köcheln, was diverse Dinge angeht. Macht's gut, haut rein und viel Spaß, auf Wiedersehen.